Ja, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem ersten Saisonspiel auswärts beim FC Elche. Jo, und da wollen wir dann natürlich die 3 Punkte holen. Letztes Mal war es Real, jetzt ist der FC Elche. Gut, mal schauen. Ich mal kurz in die Pressekonferenz reinschauen. Bienvenidos a la rueda de prensa. En breve comenzaremos con las preguntas. Der Kader ist natürlich stark. Ist auch nicht, wir haben es doch drauf, also die Qualifikation, ich habe sie gerade mal gucken. Ja klar. Okay. So, bauen wir mal kurz die Mannschaft eben um, damit ich so dünn bin, ich das so weit da ich habe. Hier, so, ja, so weit. Warum habt ihr auch meine ganze Mannschaft auseinandergebastelt? Ey, Leute, was ist das für eine Nummer? Warum zur Hölle habt ihr meine ganze Mannschaft auseinandergebastelt? Hier hin. Auf rechts. Witzetor auf der 6. Guru Zeta geht da vorne. Für Sunset, der auf die 10 muss. Ich habe ja eine ganze Mannschaft, die sie jetzt gerade zusammengebaut. So. Oja ist der Ball. Jetzt kann ich mal gucken, ob die Schuss passt. Das ist ein Linksfuß. Da müssen wir nämlich, da werden wir nämlich einmal kurz den Change machen. Muniain quasi von rechts kann er reinziehen und der auf der Seite der Gegenpart Oja ist der Ball nämlich genauso. Das ist nämlich der Plan an der Sache. So, Munoz, okay. Und da fliegt nämlich jetzt mal Williams aus der Mannschaftsteile. Aber ist nicht schlimm. Vorne drinnen spielen Inigo und Gorozeta. So. Gut, ja, dann ist das soweit erstmal. Passt das erstmal? Und dann können wir doch ins erste Spiel reingehen, ne? Mal gucken, wie es wird. Ja, wir werden die komplette Partie spielen. Auf geht's beim FC Elche um die ersten 3 wichtigen Saisonpunkte. Spiel also für den neuen Mann. Wir sind live dabei, bleiben Sie dran. Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden das Ganze wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Und wir zeigen Ihnen ein Spiel vom ersten Spieltag der La Liga Santander. Ich glaube, das wird spannend. Das wird interessant. Das ist ein Spiel, das sich kein Fußballfan entgehen lassen sollte. Sie wollen in die UEFA Champions League. Das ist das erklärte Ziel. Aber das wird nicht leicht angesichts der starken Konkurrenz. Und da ist es wichtig, heute gleich gut loszulegen, gleich mal ein Zeichen zu setzen. Genau so ist es. Und ja, auch ein alter Bekannter aus der Bundesliga spielt, glaube ich, beim FC Elche. Aber heute in der Bundesstadt steht, das werden wir uns gleich sehen, wenn wir die Ausstellung haben. So nämlich jetzt kommt. Es ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie spielt man gegen ein so konterstarkes Team? Ja klar, Wolf, du musst Druck machen gegen so einen Gegner. Ja, die Nummer 21, Omar Mascarell, Frankfurt und Schalke. Sonst sind die Lücken da. So geht Athletic Bilbao in diese Partie. Das schon mal gesehen. Dieser Formation ist natürlich das Mittelfeld heute. Ja, im 4-4-2 mit Raute sind sie im Grunde da in der Zentrale ganz gut aufgestellt und es bieten sich ja auch noch die Möglichkeiten, da über außen gefährlich zu agieren. So, gehen wir gleich rein ins Match.
erste La Liga-Match auf der PlayStation 5. Da ist jetzt der Steilpass. Ja, langer Ball. Ich muss mich dann doch erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Also es kann natürlich darauf hinauslaufen, dass es nicht, noch nicht so lange rund läuft, schnell rund läuft. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Riesenchance. Schöner Echtsprung. Und die erste Chance hat der Gegner. Ecke. Die Sicht ist auch ein bisschen gewohnt. Erstmal der Befreiungsschlag. Wer ist der Ball? Abseits, oder? Wahrscheinlich Handspiel oder was? Kein Problem, den hat er. Ja, aber wahrscheinlich Handspiel. Also ich hatte es vor Jahren. Ich habe alles so weiter wieder dargestellt. Ecke. Unai Simon. Ja, der ist ein bisschen zu lang. Voller Zuversicht in sein Debüt als Trainer dieses Vereins und das muss er auch. Denn die Ziele sind hoch. Er muss diesen Verein am Ende der Saison in die UEFA Champions League führen. Alles andere würde ihm hier als Misserfolg ausgelegt. Ja, schauen, was passiert. Da, sowohl beim Club als auch beim Trainer selbst. Das war ja auch einer der Gründe, warum sie ihn geholt haben. Ein Trainer, der selten zufrieden ist, der immer was auszusetzen hat, für den das Beste gerade gut genug ist. Ja, jetzt haben wir mal ein bisschen. Jetzt haben wir mal ein bisschen Platz auf der Außenbahn. Goretzka, die Sicht ist ein bisschen. Ich muss mal gerade gucken, ob ich die Sicht ein bisschen verändern kann, weil die ist stimmlich gerade so ein bisschen. Steuerung anpassen. Kann ich, glaube ich, nicht. Ist, glaube ich, nicht, dass ich die gerade sehen kann. Spieleinstellung habe ich die hier immer. Kamera. E-Spots, Gamecam, Übertragung, Tele. Ich nehme die Telekamera, die ich eigentlich, glaube ich, immer habe. Sonderlich gefährlich. Ja, ist schon wieder angenehmer. Ja, manchmal macht das ein bisschen was Sinn. Oh, das war keine Absicht. Ja, aber mal die erste, mal die kleinere Chance. Und vielleicht macht es jetzt ein bisschen mit der Kamera ein bisschen einfacher, das Spiel. Wir wollen natürlich gewinnen heute, zumindest so einen Auftakt, die ersten drei Punkte unter Dach und Fach bringen. Aber wird natürlich nicht einfach werden. Warum? Du sollst mich nicht. Warum sollst du denn die ganze Schießer denn die ganze schon? Muni ein. Williams. Ah, ich komme. Ich komme auf die Taste beim Spannsprint. Ja. Ich bin immer wieder komme ich auf die Taste drauf, die Kreistaste. In den letzten 10 bis 15 Minuten, das müssen wir sagen, hat Athletic Bilbao deutlich mehr Ballbesitz. Und ich glaube, wenn das so. Oh, das wird gefährlich. Und? Abgeblockt, weiter gefährlich. Stark dazwischen. Mein Gott, ey, was ist denn heute los? Dreifach Chance für unsere Truppe. Sehr guter Einsatz. Oh, gib ihm. Mit Auge. Ja, noch nicht. Schade. Platz jetzt gerade für die Gegner selber. Du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Das gibt Freistoß, aber zeigt ja auch eine Karte. Munoz. Sie lassen sie kommen, das kann natürlich auch mal schief. Munoz. Der jetzt versucht mit zwei, drei Tricks mal es hinzubekommen. Strafraum. Weiter gefährlich, das war zu halbherzig. Angriff damit also. Beendet. Erstmal durch. Fidel. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Ah! Unnötiger Ball verlost. Das war natürlich eine klasse Aktion. Da hat man wieder gesehen, er behält plötzlich der Gegner mit einer guten Chance wieder. Kurz vor der Pause. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Und hätte da keiner auf der Linie gestanden hätte, wäre es das 1-0 plötzlich für den FC Elche geworden.
muss natürlich jetzt abbrechen, weil ich da jetzt gerade kein Pill. Nur noch der Torwart vor sich. Und dann ist es der perfekte Konter. 1-0 Bilbao. 0-1. Gut, Zeta. Erstes La Liga-Tor. Der Gegner hat die Haus, hat die Riesenchance, die, das 1-0 zu machen. Und wir machen den perfekten Konter. 1-0 für die Gegner, für die Gäste hier. Gorka, Gurus Hitter, 44. Minute, erstes Saisontor. Natürlich. So, da hätten wir also das 1-0. Ja, drei Punkte gegen Elche natürlich sind geplant. Die müssen wir natürlich, wollen wir natürlich schlagen. Sunset. Sehr dribbelstark, macht das richtig. Und Sanchez! Riesenchance zum 2-0. Oh, Vivian. Da sagt mir gerade eine Verletzung hinten in der Innenverteidigung. Ist gerade aber. Nö, es geht aber tatsächlich. Es geht aber gerade so ein bisschen. Wo die ein? Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Pause. So, Pausenpfiff. Das war's in diesem ersten Spielabschnitt. Pause. 0-1 auf jeden Fall. Ja, Sabal noch nicht allzu viel auf die Reihe bekommen, aber das kann ja noch werden für den teuren, teuren Spieler. Ja, am Anfang hat der Gegner die große Chance gehabt, dann habe ich ein bisschen mit der Kamera gespielt und jetzt geht's tatsächlich mittlerweile. Wir führen auf jeden Fall mal 1-0. Alles andere ist erstmal jetzt unwichtig. Moment, was ist die Stimmung ist anders? Also anders als gewohnt. Guruzeta. Guruzeta! Gute Riesenschuss. Und damit verhindert er den Doppelpack, zumindest vorerst. Nächste. Ah, schade. Schüssig. Und jetzt kommt der Ball raus auf Muniain. Unai Vencedor. Vencedor. Ah! Abgeblockt. In der La Liga Santander geht es bald weiter. Dann steht das nächste Spiel an für den FC Elche. Dann geht es auswärts gegen. Oh, jetzt haben sie die Chance. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So wird das Nick Forsten. Und der nächste Gegner. Eine gute Chance. Wieder. Oh, Alter, jetzt haben wir aber richtig Dusel hier gehabt. Oh ja, Sabal. Oh, es war kein Foul. Mascherell. Fidel. Könnte der Ausgleich werden. Und es ist nicht der Ausgleich. Also jetzt ist wieder plötzlich der Hölche mit Tränen in der Partie. Die haben jetzt mehrere gute Situationen gehabt. Also ich glaube, jetzt sind der Gegner ein bisschen mehr an, der, an dem Ausgleichstor als wir an der Ausbau der Führung. Die Chance auf den Konter. Ah, schade. Oh je. Müsst jetzt ein bisschen aufpassen. Der Gegner macht es ein bisschen zu überhastet gerade. Kappa. Wir kommen aber auch nicht da wirklich jetzt gerade mal so ein bisschen in die Position im Zweikampf. Aye. Also Munoz. Ah, auch wieder nur so ein Ball. Der ein bisschen zu. Schaffen Sie hier noch den späten Ausgleich? Die Fans glauben weiter dran. Jetzt haben wir erstmal Platz. Aber wieder in der Vorwärtsbewegung. Der Gegner dazwischen. Einwurf. Für die Gäste. Für die Heimmannschaft. Fidel. Und klatscht der Ball an den Pfosten. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. War dann doch. Also jetzt ist hier gerade ein bisschen Highlife. Und jetzt vielleicht auch Guruzeta. Und der Gegner. Und wir kriegen es genauso, wenn ich also viel, viel Alu-Pech jetzt gerade auf beiden Seiten nur gemerkt.
Buddy, ja, gut, das ist gut gehalten. Na, 10 Minuten haben wir noch knapp. Und dann könnte es sein, dass wir den ersten Sieg haben, aber wie gesagt, könnte. Noch ist hier nichts entschieden, das kann hier nochmal kippen. Beide Teams sind mit drin. Vielversprechender Spielaufbau, ob sie den wahrscheinlich letzten Angriff zum Ausgleich nutzen können. Oder nur Oyarzabal, Tempoaufnahme. Oyarzabal, Mikel Oyarzabal, der vielleicht jetzt, der erstmal den Gegner aussteigen lässt. Oh ja. Handelfmeter. Handelfmeter und die große Chance hier, den Treffer zu erzielen. Rocco. Gut, ihr wisst es ja, aber wir müssen jetzt gerade kurz mal eben durchwechseln. Ich will noch mal zwei Wechsel ziehen. Vielleicht doch noch mal irgendwie ein bisschen Impulse reinkriegen in diese Truppe. So. Brauche ich jetzt nicht. Ja, Ares ist halt jetzt eigentlich kein. So. Also der Wechsel. Wir sind nicht nur ein, wir sind alle fünf direkt. Jetzt können Sie den Deckel. Geht der links unten? Passt. 2-0. 3 Punkte. Williams. Und jetzt sehen wir nochmal, das sehen wir gerade nicht. Hypermotion. Ja, war jetzt mal kurz nur. Für wie viel haben wir jetzt gesehen? Aber jedenfalls ist es das 2-0. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also es ist ein Yaki auf jeden Fall mit dem 2-0. Der Gegner ist natürlich jetzt durch, weil die wissen, sie haben sehr viel liegen gelassen. Guti. Omar Mascarell fängt diesen Ball ab. Es werden noch mal 2 Minuten draufgelegt. So, es könnte noch mal gelb geben. Ich glaube, sogar die erste, oder? Sich nicht beschweren kann. Nein, Wolf, sehe ich auch so. Die musst du geben. Das lässt keiner durchgehen. Da ist die Chance. Und dann ist es nochmal Außenpfosten und ist es durch. Hätte sogar noch das 0-3 fallen können. Also gewinnen. Sie wollten heute den Sieg, das haben sie auch geschafft. Das ist ein guter Start. So kann es dann durchaus weitergehen. Und das Ergebnis gibt ihnen natürlich noch mehr Selbstvertrauen. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Ein Tor gemacht bei diesem Sieg, dazu der Alu-Treffer. Ich finde, das war ein gutes Spiel. So. Sehr aktiv da vorne. Jedenfalls, wir haben unsere Aufgabe gelöst. Wichtig, dass du solche Leute in der Mannschaft hast. Gut, dann haben wir das Thema. Gehen wir kurz in die Interviews nach dem Spiel. Also wir nehmen auf jeden Fall zwei Tore und 3 Punkte mit. Und es war damals echt glücklich, muss ich zugeben. Da hat sich wieder nochmal Luft nach oben. Ja, gut. Ist halt gerade so ein bisschen. Aber er wird werden. Er wird eine Verstärkung sein. Und passt so. Ja klar, muss ja. Gracias por las respuestas. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht. Oh, wir können ja nochmal schnell.
Haben wir noch ein bisschen, haben wir noch, wie weit sind wir jetzt gerade vom Terminzahnplan? Nächstes Spiel ist der 21. Das heißt, wir haben noch Mallorca vor der Nase. Aber nicht heute. Das machen wir morgen wieder um 14 Uhr. Ja, ja, ist okay. Genau, Mallorca. Und danach der, Deadline Day. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch einen haben. Diego Martinez wechselt für 1,5 Millionen. Da können wir nochmal nachrüsten. Also noch ist nichts hier unter absolut perfekt. So, für Kohle haben wir noch auf der Tasche eigentlich mittlerweile. Wieder auf der Tasche. So rum ist es richtig. Büro. 38 Millionen. Ja, ich weiß nicht, wie viel der kostet. Miri nur. Merino. Merino, der kostet doch 47, 38 Millionen. So, gucken wir mal. Ich glaube, über zigtausend Ecken ist da, glaube ich, sogar Griezmann. Noch ein Baske. Ja, den habe ich ja gerade verpflichtet abgegeben hier. So. So, das ist der Vico. Ich gucke gerade mal so ein bisschen durch, hätte ich die Clubs durch. Ich. So. Frage ist, ob wir noch mal was holen müssen auf der Busse, auf diversen Positionen. Vielleicht noch mal als Außenverteidiger oder so. Weil da haben wir schon so ein bisschen unsere Probleme gehabt. Aber so viele Alternativen haben wir nämlich nicht. Das ist das Problem an der Sache. So, ich gucke jetzt mal gerade so ein bisschen. Ich habe jetzt wieder mal meine App offen. So, gucken wir mal gerade kurz. Da heißt wirklich so, Julian. Aber ich würde jetzt hier nicht gerade hier nicht, ne? Ich spiele nicht bei Real, aber ich glaube, der spielt in der zweiten. Der glaube ich, dass der kommt, in der ersten spielt. Ja, der spielt kaum in der ersten. So, ich muss nur gerade ein bisschen gucken, wegen Aufbauen und so.
Den habe ich, glaube ich, auch letztens geholt. Den werden wir mal auch Kaufvorschlag. Ich brauche aber nicht die Vertrag. Die Dings zu. Bezahlen, also die Ab die Freigabesumme zu bezahlen. So, Transfersumme anbieten. Das wird auch das letzte, was wir machen, was wir jetzt machen. Das nächste Spiel gegen Mallorca. Sehen wir uns dann natürlich mit dem Deadline Day zusammen in der nächsten Folge an. Warte mal, 13 Minuten vielleicht. Der ist bestimmt nicht zu cool. So, verhandeln. So, Perspektivspiel auf jeden Fall. Ja, komm, mach. Ist okay. 5 Jahre. Die Freigabesumme nehme ich mal raus, bitte. So, sag mir bitte eine gute Summe. Nee, die willst du nicht. Du willst verhandeln, okay. Damit kommt er. Auch den habe ich letztes Mal geholt schon. So, für 13 Millionen wechseln Ander Barrenetxea zu Athletic Bilbao. So, gut. Dann mache ich ja Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's mit dem nächsten Spiel gegen Mallorca und dem Deadline Day weiter. Bis dahin, tschüss.